Heute habe ich euch einmal eine meiner Lieblingsserien mitgebracht und es ist von Nancy Atherton, Tante Dimity. Die Tante Dimity Bücher sind Wohlfühlkrimis. Es ist so genau das Richtige, wenn man mal Lust hat auf England, auf ein paar Keks und eine Tasse Tee, möglichst noch an einem vielleicht verregneten Nachmittag, so richtig etwas, womit man sich auf die Couch kuscheln kann und ja, wo langsam die Laune besser wird. Es ist nicht so, dass in diesen Krimis unbedingt wirklich was passiert. Es kann natürlich auch mal wirklich was geschehen, aber ich stelle euch einmal die Hauptakteurin vor. Das ist nicht Tante Dimity, wie ihr jetzt vielleicht meinen werdet, sondern es ist Laurie Shepherd. Laurie Shepherd ist eigentlich ein sehr, sehr armes Mädchen gewesen. Sie hatte wirklich überhaupt gar kein Geld. Sie war so mehr oder weniger völlig am Ende, als sie einen Brief bekommt von einem Rechtsanwalt. Sie geht dorthin und sie erfährt, sie hat geerbt. Auf einmal ist aus diesem total armen Mädchen ein recht wohlhabendes Mädchen geworden und diesen Reichtum verdankt sie Tante Dimity. Denn Tante Dimity war die beste Freundin ihrer Mutter. Die beiden Frauen haben über Jahre einen Briefwechsel gepflegt, aber sie hat Tante Dimity, also die Mutter hat Tante Dimity wirklich für sich selbst behalten. Sie hat nicht unbedingt ihrer Tochter groß von Tante Dimity erzählt. Zu ihrem großen Glück bekommt sie also nicht nur die Erbschaft, sondern sie lernt auch Bill kennen. Bill ist der Sohn des Rechtsanwaltes, er ist selber auch Rechtsanwalt der Kanzlei, die halt Tante Dimitys Angelegenheiten verwaltet. Und sie verliebt sich in Bill und die beiden heiraten auch und sie werden auch Kinder zusammen bekommen. Und Laurie ist halt eine Person, sie ist neugierig. Sie ist vorschnell, also sie kombiniert gerne und sie lässt sich da also auch nicht reinreden, wenn auch alle Logik gegen ihre Kombinationsgabe spricht. Nein, sie, ihre Fantasie geht eben mal gerne mit ihr durch und man muss sie da schon bremsen und zügeln und da ist es auch ganz gut, dass sie diesen nüchternen Mann an ihrer Seite hat. Was der kleine Hase hier zu bedeuten hat, das werde ich euch jetzt auch gleich erzählen, denn auf jedem dieser Bücher, das ist hier das letzte, was erschienen ist, ist auch immer Reginald, der kleine rosa Stoffhase. Tante Dimity heißt die Serie aus dem Grund, weil Tante Dimity ist ja nun tot. Sie hat ja alles, was sie hatte, halt vererbt, darunter eben auch ein kleines Cottage in England, weil Laurie Shepherd ist eigentlich Amerikanerin, die dann natürlich in dieses kleine, herrliche Cottage zieht. Tante Dimity ist tot und Tante Dimity hat eine sehr bezaubernde Eigenschaft, die so ein bisschen übernatürlich ist. Denn es gibt ein kleines Ledertaschenbuch oder so ein kleines Lederbuch und darin erscheint die Schrift von Tante Dimity, wenn sie sich mit Laurie unterhalten will. Und Tante Dimity ist immer diejenige, die sie wieder auch auf den Boden der Tatsachen wieder zurückholt und ihr mal das eine oder andere zu bedenken gibt, wenn Lauries Fantasie mal wieder gerade dabei ist, durchzugaloppieren. Den kleinen Hasen Reginald, der sie auf allen Abenteuern begleitet, hat sie von Tante Dimity geschenkt bekommen. Ich glaube sogar, dass Tante Dimity ihn selber hergestellt hat und Reginald ist ihr bester Freund. Reginald ist immer dabei, egal ob sie in die USA reist, ob sie nach Australien reist oder beziehungsweise nach Neuseeland. Reginald ist halt immer dabei. Auch dabei ist immer das kleine Buch, mit dessen Hilfe sie sich halt mit Tante Dimity unterhalten kann. Ich mag diese Bücher einfach aus dem Grunde so gerne. Es sind halt Wohlfühlkrimis. Es ist immer so ein kleines Rätsel damit verbunden. In jedem Buch gibt es auch zum Schluss immer ein kleines Rezept. Irgendetwas, was man nachbacken kann, weil Laurie backt sehr gerne. Und was einem wirklich ans Herz wächst, ist halt das Dorf, in dem Laurie auch lebt und die Bewohner. Sie tauchen immer wieder auf und sie wachsen dem Leser halt so auch ans Herz. Auch ihre Kinder, die Zwillinge,
man sieht sie oder man erlebt sie halt. Sie werden halt immer älter von Buch zu Buch. Und ja, irgendwie hat man das Gefühl, man kennt Laurie, man kennt ihren Mann Bill, die Kinder, ihren Schwiegervater, die wunderbaren Pim-Zwillinge, die eineigen Zwillinge, die schon fast 100 oder über 100 Jahre alt sind, die immer wie in einem Ping-Pong-Spiel ihre Sätze, die eine fängt an zu reden und die andere beendet den Satz. Ich hoffe, dass das nicht irgendwann mal bei Sina und mir auch so enden wird. Es sind so tolle Charaktere in diesen Dörfern oder in diesem Dorf halt enthalten und das alles macht diese Bücher einfach aus. Ja, wie ihr seht, habe ich davon 15 Teile gelesen. Das hätte ich bestimmt nicht getan, wenn sie mir nicht gefallen hätten. Sina sind sie ein bisschen zu langweilig. Ich muss es ja nicht immer so aufregend haben. Für mich ist das wirklich absolute Entspannung pur. Ja, die Bücher sind alle im Bertelsmann Club erschienen. Wir sind nicht Mitglied im Bertelsmann Club und von daher ist es für mich auch immer so ein kleines bisschen ein Ansporn, so ein bisschen die Jagd nach dem Buch, weil ich auch jemanden kenne, der in dem Club ja, Mitglied ist und so muss ich immer sehen, wie ich meine Bücher zusammenbekomme. Angefangen habe ich damit, dass ich bei Tauschticket, es war vielleicht ein Fehler, mir das erste Buch geholt habe und dann wollte ich sie halt alle haben. Aber auch bei Tauschtickets sind wir jetzt nicht mehr. Und wenn man ganz, ganz großes Glück hat, und das hatte ich jetzt bei dem letzten Buch, das habe ich dann bei eBay mir ersteigert und ich habe insgesamt 5 € dafür bezahlt. Ich weiß, dass die manchmal wirklich sehr, sehr hohe Preise für diese Bücher verlangen, was ja irgendwo dann auch nicht gerechtfertigt ist, weil sie kosten, glaube ich, 8,95 € kostet halt so ein Band und da werden teilweise 15 oder 20 Euro für so ein Buch verlangt. Das bin ich natürlich auch nicht bereit, dafür zu zahlen. Und so habe ich sie eben entweder zusammengetauscht oder habe sie halt bei eBay erstanden. Ich habe da ganz, ganz viel Glück gehabt und Sina hat damals mal geschimpft. Alle unsere guten Tickets gehen drauf für Tante Dimity. Ja, ich gestehe, ich habe sie ja alle haben müssen. Wenn man mit Tante Dimity anfangen will, ist es ratsam, nicht das erste Buch zuerst zu lesen. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an. Aber eigentlich ist der zweite Band der erste Band. Wenn man das erste Buch gelesen hat, weiß man, was im zweiten Band passiert. Das ist eigentlich ja nicht so vorgesehen, denke ich. Eigentlich soll es ja anders sein. Wir werden euch aber jedenfalls die Reihenfolge, wie die Bücher gelesen werden sollen, unten in die Infobox hineintippen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig neugierig machen auf die Welt von Laurie Shepherd, auf die wunderbaren Dorfcharaktere, die dort sind. Diese Bücher leben halt auch von der Freundschaft, von Verständnis, von Hilfsbereitschaft. Ja, und wie es auch manchmal ist, wenn die Fantasie so mit einem durchgeht. Mir gefallen sie sehr gut, kann ich ja auch schlecht abstreiten, wenn das alles in meinem Regal steht. Ja, wenn ihr mal Lust habt auf einen Wohlfühlkrimi, dann solltet ihr euch die Tante Dimity Bücher näher anschauen. Ich weiß nicht, wie sie jetzt im Moment noch erhältlich sind. Ich glaube, die ersten 3 oder 4 sind auch noch in einem anderen Verlag erschienen. Ob die Reihe jetzt so weitergeführt wurde, weiß ich nicht. Ich hatte nur voll Freude eben gesehen, dass noch ein 15. Band herausgekommen ist, den ich jetzt ja auch Gott sei Dank habe.